geben. Also, werde ich noch ein paar Gameboy-LPs machen? Ja, bestimmt. Also, zum Beispiel Donkey Kong für den Gameboy. Ja, das ist echt ein schönes Spiel und das würde ich gerne jetzt spielen. Auch, ja, man spielt da Mario und ja, es ist ein Jump'n'Run wie das hier. Und wir haben einen anderen Pfad gefunden, als wir eigentlich sollten. Okay. Na gut, dann spielen wir auch hier weiter. Oh mein Gott. Ein Level, wo der Bildschirm sich bewegt. Nun gut. Hoffentlich geht das noch gut. Oh, Feuerblume. Naja, habe ich schon. Ja. Das Spiel würde schon ein bisschen netter aussehen, wenn wir hier einen blauen Himmel hätten, oder? Ach, tja. Leider hatte der Gameboy früher keine Farben. Warum auch immer. Also, der Game Gear, eine Handheld-Konsole von Sega, die hatte schon Farben Anfang der 90er. Hm. Tja. Oh mein Gott. Nein, ich verreck jetzt. War ich zu langsam? Schaut wohl so aus. Nun gut. Dann spielen wir weiter. Und jetzt so weit wie möglich in den Bildschirm vorgehen. Ja, genau. Oh, Pilz. Ah, fuck. Nein. Ach, scheiße, ich hab's verpasst. Nun gut. Hahaha. Wieso habe ich mich jetzt gefreut, dass die Plattform unterfällt? Naja, egal. Und wozu die Gegneranzeige da ist, weiß ich immer noch nicht. Oder habe ich es gewusst? Ich weiß es nicht mehr. Moment, steigt die Anzeige, wenn ich Gegner besiege, oder verringert sie sich? Ich weiß es nicht. Na egal. Ja, toll. Tolles Geheimnis habe ich verpasst, verdammt nochmal. Aber eine Feuerblume habe ich, gut. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Ja, ich hab's schon erwähnt, dass es in Super Mario Land 1 keine Feuerblume war, sondern ein Super Ball. Naja, warum auch immer. Ach man, ich verpasse die ganzen Geheimnisse. Ach komm. Oh, ja. Okay, Level geschafft. Und machen wir hier weiter. Warum auch immer das Spiel zwei Wege hat, mir ist es jetzt egal. Und ja, wir sind jetzt im Haus und das Blatt ist tatsächlich... Also, das ist eine Welt, die Giganten. Schaut euch die riesigen Bücher an. Hallo, gib mir das Leben. Gumba, weg. Ja. Muss ich dich berühren oder was? Ich habe Angst, dass ich verletzt werde. Soll ich es nehmen oder nicht? Fuck. Hallo, was ist das für ein Viech? Okay, jetzt habe ich das Leben. Okay. Ja, tauschen wir die Feuerblume gegen das Item. Und ja, mir fällt ein, ich würde gern noch ein paar Gameboy-Spiele let's playen. Und zwar, ich glaube, Castlevania, oder? Ja, wenn ich die NES-Teile let's playen werde, dann auch die Gameboy-Teile. Ja. Ups, Alter. Okay, wir haben den Checkpoint erreicht. Und, haha, die Goombas schauen besser aus als im Einser. Das muss ich mal so sagen. Weiter, ja, paar Pixel waren sie im ersten Teil toll. Also wirklich, wer die Spikes, die da gerade links waren, jemals im Spielen berührt hat, ho, war der schlampig. Ja, genau, genauso schlampig, wie ich da jetzt in den Goomba reingesprungen ist. Ach, Mann. Ist das der Endgegner dieser Welt? Nee, das kann ich nicht glauben. Boah. Ja, klar. Ich kann auf dich nur springen, wenn du am Boden bist. Okay. Was? Wow. Oh, das hat mich jetzt erschreckt. Ich dachte, der umläuft das ganze Teil erstmal. Ja. Das ist eine normale Maus, aber wir sind zu klein. Okay, nein. Die ganze Welt ist halt überdimensional groß. Wir sind eigentlich auch normal. Und ich laber zu viel. Gewonnen. Nee, ich fasse es nicht. Das ist schon die fünfte Münze? Okay. Yeah, fünf Münzen. Und was?
Warum steht auf der Tür Mario Land 2? Mysteriös. Stellt euch mal vor, ihr latscht irgendwo rum, so wie ich, und dann steht da plötzlich Kyle 07 Land 2. Komisch, aber naja. Oh, wieder ein Scrolling Screen. Und in was für ein Level bin ich gerade reingegangen? Es ist keine Welt, wie es ausschaut. Verdammt, wo finde ich die sechste Welt? Geh weg, Gumba. Oh, ja, hahaha. Ja, das ist keine Welt. Moment. Egal, spielen wir hier trotzdem weiter. Und oh mein Gott, die Hügel hier im Hintergrund gucken böse. Ja. Mir vergeht die Laune jetzt wieder, wenn ich so oft sterbe. Jetzt verstehe ich, warum ich das Spiel liegen gelassen habe. Aber nein, ich gebe doch nicht auf, verdammt nochmal. Bei so einem Scrolling-Level frage ich mich echt, wieso es einen Timer gibt von 400 Sekunden. Hier kann man doch nicht trödeln. Und oh mein Gott, diesmal sterbe ich nicht. Nein, nein, oh nein, nein, nein. Ey, ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist, aber... Hallo? Ich habe eine Challenge zu Prince of Persia, der Sense of Time gemacht. Da wird das hier doch ein Klacks sein, oder? Gut. Ja, da, ich will das... Ach, es war doch nur eine Münze, okay. Ich glaube, das Level ist gleich vorbei, obwohl wir noch 358 Sekunden haben. Ja, abgefallen. Da, lass mich raten, ist das Level gleich vorbei? Nein, doch nicht. Böse Hügel im Hintergrund und der Kleine hat nur den Mund offen. Naja. Okay, das Level ist echt langweilig. Es fordert keinen. Ey, Moment, hier wiederholen sich jetzt die Dinger, oder? Oh nein, das ist ein unendloser Raum. Nein, doch nicht, okay. Und was hat mir das Level jetzt bitte schon gebracht? Das Welt 6 habe ich immer noch nicht erreicht. Wo verdammt geht's noch hier weiter? Ja, hier ist auch ein Level im Hintergrund. Wie komme ich da hin? Muss ich irgendwas in der Pumpkin Zone machen? Da längs in dem Geist aus, aber nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ist bestimmt am Ende auch so ein scheiß Level, wie ich das gerade eben gemacht habe. Okay, Pumpkin geschafft, das geschafft, das die Makrozone geschafft, Copper Welt geschafft. Dieses Baumlevel geschafft. Nur das mit dem Nilpferd, das, ich weiß nicht mal, ob das eine Welt ist. Und die Unterwasserwelt haben wir. Hä? Leute, ich weiß nicht weiter. Ja, Makrozone, hier waren wir gerade. Soll ich die unteren Levels vielleicht machen? Das wäre eigentlich sehr, sehr unsinnig, weil... ich weiß es nicht. Hä? Okay, machen wir nochmal die drei Stages. Levels meine ich. Um zu sehen, ob es hier wirklich weitergeht oder nicht. Ja, das heißt, wieder das hier wieder machen. Verdammt. Gibt's hier oben was? Nein. Weil ich muss hier den richtigen Ausgang finden, weil... Ich weiß nicht, dieser Level hat bestimmt zwei Ausgänge. Oh mein Gott, so schaut's aus, wenn wir Pause drücken. Cool. Okay, hier lassen wir das jetzt alles aus, weil ich will das hier schnell machen. Ja, da geht's ja sowieso nicht rein. Geil, mein Gott. Oh mein Gott. Na, 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 ich hasse diese Oh mein Gott-Sätze von mir. Was ist das? Wieso kommt die nur beim Gameboy-Spielen? Was war das jetzt von mir? Ach, komm. Warte da. Okay. Ah ja, ich habe einen guten Gedanken. Wie soll ich den Satz formulieren? Also, es gibt zwei gute musikalische YouTube-User, welche zu alten Spielen selber einen Remix erstellen oder besser gesagt einen kompletten Musik in neuen Tönen und ja, und die singen dazu. Der YouTube-Channel heißt The Adventures of Dwayne and
Keine Ahnung, verdammt, ich weiß es nicht. Aber ich verlinke euch die Typen. Die sind echt klasse. Und dieser eine Dwayne, der hat auch einen Einzelaccount und der heißt 8-Bit Dwayne. Duane. Ja, Dwayne spricht man es aus. Nein, das, was ich sage, ist D-W-A-Y-N-E. Dwayne. Aber er heißt Duane. Duane. Keine Ahnung, wie der Typ heißt. Jedenfalls irgendwas mit 8-Bit davor. Und er hat zu Super Mario Land 1 einen Rap gemacht. Ja, das würde ich euch gerne verlinken. Und ich hab's wieder verkackt, leck mich. Naja, egal. Der Kerl flippt aus. Verdammt nochmal, ich will diese Stage jetzt schaffen. Okay. Ja, ich verlinke euch dann dieses eine Super Mario Land Web und oh mein Gott, die Typen sind einfach genial.